Herzlich willkommen bei der Firma Klinger Möbelfolien und heute geht es um das Entfernen von einer Milchglasfolie. Dafür benötigen Sie auf jeden Fall einen Heißluftföhn, mit dem Sie die ganze Fläche vorsichtig erwärmen. Starten Sie am besten oben, erwärmen Sie die ganze Fläche gleichmäßig. Nachdem Sie es gemacht haben, können Sie die Folie ein bisschen von der Scheibe abkratzen. Und anschließend geht es jetzt weiter. Erwärmen Sie ständig die Folie und ziehen Sie gleichzeitig die Folie von der Scheibe ab. Dieser Prozess dauert ca. 5 bis 7 Minuten, natürlich je nach Scheibengröße. Wir beschleunigen das Ganze einfach, damit es ein bisschen schneller geht in dem Video. Und Stück für Stück ganz vorsichtig können Sie diese Folie abziehen. Bevor Sie eine neue Folie drauf machen, überprüfen Sie die Fensterscheibe auf Kleberreste oder kleine Stückchen von Folie. Diese können auch auf der Scheibe bleiben. Anschließend können Sie das Fenster neu bekleben. Die Folien finden Sie bei uns im Online-Shop. Wir haben verschiedene Folien. Es gibt Dekorfolien, Sonnenschutzfolien oder Sichtschutzfolien wie diese hier. Das war's.